Wobei, wir können doch reden. Ist ja hier interaktiv alles. Guck mal, da ist was. Oh. Hast du schon die Scene? Ja. Okay. Wir wackeln nicht hier. Oh, Scheiße. Wir haben Turbulenzen. Oh mein Gott. Alter, bin ich gerade erschrocken. Nein, gib mir mein Herz zurück. Verdammt, ich hab mich da unten rumkriechen sehen. Oh, krass, Mann. Wow. Ich bin. Oh. Oh. Oh, ja, ich bin am Leben. Krieg. Du hast die geile Frisur. Was zur Hölle, du bist. Okay, Ja. Okay. Gut, und, ja, ich sag mal Hallöchen. Pop, da bin ich auch schon. Heute mit. Oh, kacke, ich muss meine Facecam umsetzen, sehe ich gerade. Ich bin über dem, Hungerbalken da. Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Darf ich ja sagen, Dominik nimmt auch auf. Ja, ein Wunder. Oh mein Gott, Kugel nimmt auf. Was ist denn hier passiert? Ja, den Link klatsche ich euch dann auch in die Videobeschreibung. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt, wäre natürlich sehr fein. Also, ja, das selber bei mir natürlich. Ich bin einfach so hyped auf dieses Spiel. Ich habe die letzten Tage nichts anderes gemacht, als auf Steam in den Foren gelesen. Und um endlich zu erfahren, wann jetzt endlich Release, der volle Release ist, also die 1.0 quasi. Und wir spielen jetzt das vollentwickelte Spiel The Forest. Die 1.0, ja. Leider konnte ich nicht zum Release-Tag selbst direkt aufnehmen. Ich habe deine Augen gesehen. Weil ich leider arbeiten musste, aber ich denke mal, das ist schon okay. Jetzt nehme ich hier mal die ganzen Plunder, die ganzen Plörres hier mit. Gut, wir haben jetzt gesehen. Ich habe auch schon alles aufgehoben. Oh, was habe ich denn gerade gefunden? Ich habe irgendwas gefunden. Ja, da spielt der Kagome tatsächlich The Forest, obwohl er gesagt hat, er findet das Spiel schrecklich. Ja, das dachte ich mir auch in dem Moment. Gut, wir haben jetzt ja, in der Cutscene gesehen, dass unser Sohn mitgenommen wurde. Wow, was ist denn das für eine Omi hier? Eine Stewardess. Medizin. Oh, nice. Und Bilder, wahrscheinlich von unserem Sohn. Ey. Oh, das wird lustig, dieses Let's Play. Ich liebe es. So, wir sind jetzt abgestürzt. Irgendwo sieht aus wie Kanada. Keine Ahnung. Wieso Kanada? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Potsch. Ich setze die Kamera. Ich glaube ja, ich persönlich glaube, wir sind in Deutschland. Nee. Sicher? Französisch-Polynesien sind wir. Kann man die einsetzen? Elsass-Lothringen oder was? Zwischen Deutschland und Frankreich. In Pofingen. Pofingen an der Zichte. Ja, Salzgitter. Ja, Salzgitter. Das ist definitiv Salzgitter. Sieht sehr gittrig aus. Es gibt keine aus. Zuschauer aus Salzgitter. Oh, es ist. Hey, yo. Wir können Fußball mit den Koffern spielen. Das ist ja, cool. Kofferball! Whee! Also, wenn. Oh, lol. Das ist definitiv 1.0. Wie geil. Hä, was? Ich bin durch die Luft geflogen. Ja, das habe ich letztens auch gemerkt. Ich habe das privat wieder gespielt. So nur ein, zwei Wochen. Und. Ja. Bin dann auch einmal, obwohl der Bug gefixt worden sein sollte, bin ich auch hochgeflogen mit dem Lock, mit dem Baumlock-Dings. Aber naja, ich verzeihe dem Spiel eigentlich alles. So. Ja, das glaube ich dir sogar. Ja, ich liebe dieses Spiel. Ich finde das super. Die Devs machen super Arbeit. Die haben wirklich zu jedem Release-Datum den Patch, also den versprochenen Patch dann auch rausgehauen, also... Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht bestätigen. Doch, das kann ich sehr bestätigen. Alles klar. Sehr bestätigen. Sehr, sehr bestätigen. Ich habe das aktiv verfolgt. So, wir müssen jetzt auch aufpassen.
Das ist jetzt nicht der Vegan Mode. Nee, der Vegetarian Mode, in dem ich gespielt habe, wo die Eingeborenen nur nachts da waren. Chicorée-Samen. Das sind Chicorées. Damit kannst du dich heilen. Oh, das ist gut. Das kannst du zum Energy Mix. Ich möchte gerade ganz kurz anmerken, ich habe dieses Spiel seit, wie lange ist es her? Zweieinhalb Jahre? Als wir das aufgenommen hatten? Ja, es ist auf jeden Fall echt schon lange her. Es ist eine ganze Kante weit her und seitdem habe ich dieses Spiel nicht einmal angefasst, außer gestern, um kurz zu testen, ob auch alles funktioniert. Und ich muss zugeben, es läuft unglaublich flüssig, verhältnismäßig. Ja. Also in der Aufnahme wird es wahrscheinlich ein bisschen ruckeln, es tut mir sehr leid, weil ich habe leider halt keinen mega starken PC. Ich habe es aber so angenehm wie möglich für euch gestaltet, soweit es halt geht. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor dem Release deutlich größere Probleme mit der Framerate hatte. Also ich finde, das sieht jetzt alles grafisch viel glatter aus. Also es läuft einfach viel runder. Ich fand, es lief vorher schon gut, aber das ist jetzt halt nochmal ein bisschen perfektioniert, ein bisschen abgerundet, das Ganze. So, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung. Man kann auf jeden Fall damit arbeiten. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was man machen muss. Also ich weiß, man sollte sich irgendwie wohl schützen vor den Einheimischen. Genau. Die sind wohl nicht ganz so cool. Und dafür sollte man möglichst viele Tiere schlachten. Habe ich das richtig verstanden, ja? Psst. Hörst du das? Ist es gerade bei mir? Ich höre Musik. Ich höre nichts. So ganz leise, so eine bedrohliche Musik. Alter, deine Frisur ist der Hammer. Als ob du die Steckdose geschnitten hast. Ja, du auch. Du bist so ein etwas dunkelhäutiger. Ja, du auch. Okay. Ach, wir sind Zwillinge. Bei derselbe. Oh. Sehr schön. Gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch in der Aufnahme gehört hat, diesen Sound, aber ich habe so ein Grollen, so ein bedrohliches, keine Ahnung. Ja, nice. Genau, wir sind auf der Insel des Überlebens. Drücke B. Wir sind auf der Insel nicht alleine. Für die Leute, die das Spiel noch gar nicht kennen, wir sind auf der Insel nicht alleine. Wir müssen überleben. Wir müssen uns wehren. So viel steht fest. Wie wäre es, wenn wir uns erstmal einen schönen Ort suchen, wo wir hingehen? Am besten irgendwo, wo wir einen kleinen Fluss oder sowas haben. Das wäre doch ganz praktisch. Keine dumme Idee. Und nicht dieselbe Stelle wie letztes Mal. Das kommt nicht in Frage. Wir sind ja Hardcore-Spieler. Das ist zwar eine richtig geile Stelle, aber... Ich muss mal kurz Grafik. Habe ich episch verdichtet? Oh, verdichtet sieht auch schön aus. Aber da ich lasse es mal auf... Was ist warm? Ich lasse es komplett Vanilla. Nee, ich lasse es warm. Warm ist schön. Ja. Nee. Color-Filter das kommt mir jetzt nicht ins Haus hier. Nee, das kommt mir nicht ins Haus. Das kommt mir hier nicht ins Haus. Es ist so hell. Ich weiß gar nicht... Anzeige, Sichtfeld, V-Sync, Fallbild. Oh, Aloe Vera. Ja, die musst du unbedingt mitnehmen. Oh, da ist das Boot. Oh, wir sind wir sind an der Küste. Sehr schön, sehr, sehr, sehr gut. Ich muss auf das Boot, da gab es doch früher irgendwas ganz Tolles. Auf der Yacht. Ich habe mich, was heißt spoilern lassen, in den... Yacht? Ja, in der Yacht hier vorne. Gibt es jetzt eine geheime, geschlossene Tür. Also verschlossene Tür jetzt. Die ist mit der 1.0 reingekommen. Kali? Ja. Und fort mit deinem... Können wir die Haie jetzt eigentlich auch schlachten? Ja, den Kopf kannst du abtrennen. Oh, was ist denn das hier? Oh, guck mal, eine Kassette. Und? Die Yacht. Okay, hier ist irgendwas vergraben. Bringt einem dieser Kopf irgendwas? Nö, kannst an die Wand hängen. Oh lol. Geiler, feuchter Hai. Also. Den können wir den Eingeborenen schenken. Können die Eingeborenen mittlerweile jetzt mal richtig schwimmen und laufen nicht einfach durch das Wasser? Die Eingeborenen kommen gar nicht mehr ins Wasser. Die ertrinken sofort. Deswegen würde ich vorschlagen, wir bauen uns wirklich auf dem Wasser eine Base. Weil dafür sind wir wirklich schon sicher. Okay. Vor den Eingeborenen. Ey. Das ich bin drüben. Ich bin drüben. Ja, warte. Ich sorge gerade für unser Abendessen.
Ja, dann machst du die Arbeit. Das ist gut. Das ist gut. Gefällt mir. Vorausdenken, Dominik. Hier ist noch ein Panzer für dich. Das ist nicht richtig. Ja, den nehme ich gleich mit. Ja. Okay, ich muss definitiv den Sound runterbrennen. Ist dann doch etwas zu laut. Soundeffekte machen wir hier auf 25. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es richtig eingestellt habe, ob es zu laut ist. Tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt gerade in der Aufnahme machen musste. Was ist das denn? Du bist gerade gleichzeitig in die Hand genommen. Yacht. So das. So. Oh, Tomatensauce. Ketchup. Missing. What the fuck? Die haben das ja komplett überarbeitet. Oh, da ist ein Bild von Muschi-Klaus. Ist überall Bilder und sowas. Ja, mega geil, Alter. Gastank, was hab ich jetzt aufgesammelt? Und guck mal ins Inventar, die Icons ploppen jetzt so auf, wenn du rübergehst. Oh, Money. Welche Icons, in welchem Inventar? Ach ja, oh, I. Ich drücke mal Tabulator. Oh, Missing. Okay. Du meinst das, was man frisch gesammelt hat, dass das so aufleuchtet, ne? Was ist das für ein Sound? Hast du gerade irgendwas gecraftet? Was ist das für ein Kopf? Wir können hier sogar speichern. Ja. Geld? Da hat jemand mit Ketchup. Mit Ketchup? Lecker. Das ist ein Kopf mit Ketchup. Das ist ein Joke. Oh, lol. Noch ein Bild? Ich glaube, ich habe die Tür gefunden. Und ein Teddy. Ja. Hier ist so ein Notepad oder so? Oder so ein Keypad? Sag mal. Oh, Tatsache. Wir brauchen eine Keycard oder irgendwas. Schlüssel. Ja, Alter, dieser Regensound ist halt scheiße laut, ne? Alter. Soundeffekte. Auf 15 runtergedrehen müssen. Das ist einfach viel zu laut. 11, aber man soll ja... Ich hab mal auf 11. What the fuck? Schau mal oben auf dem Boot. Oh, da sind Seile. Seile sind immer gut. Kann man eigentlich hier die Eingeborene mittlerweile gefangen nehmen? Das wäre lustig. Wieso nicht bei Conan Exiles? Hat zu viel Conan Exiles gespielt. Tatsächlich gar nicht so viel, wie ich dachte, wie ich spielen würde, weil es dann alleine doch nicht ganz so lustig ist. Tja. Es macht, glaube ich, mit mehreren Leuten doch ein wenig mehr Spaß. Ich will gerne in diese Tür rein. Haben wir nicht gerade irgendwie so eine Keycard aufgehoben oder so? Nee. Nee, ich habe nur viele Snacks, aber das ist schon mal super. Ich mache mal. Ich muss auf jeden Fall danach gleich meiner Steuerung was rumfummeln. Mein Inventar muss ich mit Tabulator öffnen lassen und nicht mit I. Das ist schrecklich. Ah. Oh, fuck it. Was denn? Geklickt. So. Was oder? Ich habe einen Pfeil gemacht. Und einen Bogen. Ja, meine ich doch. Pfeil und Bogen. Ah, du nimmst jedes Mal B. Ja, das ist ein bisschen... Oh Gott, wie geht das denn? Ich weiß... Oh, das war nicht ganz richtig. Okay, die Doki. Wollen wir hier speichern mal direkt? Das können wir theoretisch machen, ja. Oh, die haben das auch überarbeitet. Ja, warte mal. Oh, schön. Wie mache ich denn... Wie mache ich denn einen Bogen? Ich weiß es gar nicht. Mit einem Stick, einem Seil und Stofffetzen. Stofffetzen? Ja, Stoff. Ich habe einen Bogen, nice. Danke. Gerne. Und Pfeile wahrscheinlich mit einem Stick und Stein. Pfeile machst du einfach einen Stick und 5 Federn. Oh. Ein Stick und 5 Federn. 5 Federn? Ja. Okay, ich habe keine Federn, glaube ich. Ich habe Federn, die habe ich extra noch geschnetzelt. So, okay. Dann musst du halt erstmal den Jäger spielen, ja. Gut. Hey, dann würde ich sagen, wir gehen. Ich habe eigentlich. Hier sieht's doch eigentlich. Oh, da hinten seht. Ich sehe was. Da keuchelt was am Strand. Ja, zwei Stück. Zwei Gollums. Zwei Gollums, ich wollte es auch gerade sagen. Gollum. Gut, die können uns aber jetzt erstmal herzlich egal sein. Ich würde sagen, ja, neben da drüben, diese kleine Insel. Weißt du, und bauen uns da ein Haus drauf? Meinst du? Fände ich dann eine Brücke rüber. Ich finde das irgendwie so ein bisschen lame, wenn du da halt gar keine Herausforderung hast, oder? Also ich meine, die kamen ja gar nicht zu uns rüber dann. Aber glaub mir, wenn die dich entdeckt haben, belagern die deine Hütte wie sonst was. Also. So schlimm mittlerweile? Ja, das ist richtig krass.
Genau, du hast dann gar keine Ruhe mehr. Der unglaublich laute Wassersound. Ja, dann müssen ja auch die Loks dann jedes Mal rüber schaffen, ne? Ja. Gut. Es wird jetzt auch langsam dunkel. Wir können ja erstmal bisschen rumlatschen. So ein Jägerding, so ein Jägerding, aufbauen dort. Auf dieser kleinen Insel speichern oder und spawnen können. Also ich habe jetzt auf der Yacht gespeichert. Achso, muss ich eigentlich auch speichern? Ich weiß es gar nicht bestimmt, keine oder? Ahnung. Das weiß ich nicht. Da oben ist noch ein bisschen sinneserweiternde Kräuter. Sinneserweiternde Kräuter? Keine Ahnung. Alles klar. Erstmal Drogen hier. Mhm. Oh, er hat Hunger. Hier. Essen Snickers. Was ist ein Tornado-Wind hier gerade? Es zieht. Also wenn das Geräusch einem nicht zum Pinkeln animiert, weiß ich auch nicht von dem Regen. Nee, überhaupt nicht. Es ist echt voll dunkel im Wald hier. Ja, es ist echt sehr, sehr dunkel, ne? Langsam hängt mir auch der Magen in den Kniekehlen. Ja, ich habe gerade einen Snickers gegessen, mir geht's gut. Snickers. Ja, weiß nicht. Wo wollen wir hin? Ja, das ist eine gute Frage. Wir schauen uns erstmal um, würde ich sagen. Okay. Gibt's mittlerweile eigentlich eine Taschenlampe? Ja, die musst du aber erst finden. Okay. Walkie-Talkies. Ach ja, doch, habe ich, glaube ich, nachgeguckt. Walkie-Talkies gab's. Auch wenn sie eigentlich für uns jetzt useless sind. Ich hatte ja erst die Idee, dass wir vielleicht sagen, okay, hey, wir Vorsicht. Sprechen nur über In-Game. So, um das Ganze ein bisschen zu verschwierigen, weißt du? Dass es schwieriger wird. Aber, kann ja, man das auch machen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer vielleicht anstrengend für den Zuschauer wird. Kommt halt drauf an, nicht, wie gut die Qualität In-Game-Qualität. Ist. Genau, ja. Das ist nämlich das Problem. Und von dem, was ich gelesen habe, ist, du müsstest das Walkie-Talkie die ganze Zeit in der Hand halten, wenn ihr in der Entfernung seid. Okay. Um auch wirklich was zu hören. Ich meine, es ist zwar in der linken Hand, aber du hast ja auch andere Dinge eigentlich in der linken Hand und das ist dann eigentlich ziemlich blöd. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch überhaupt nichts. Ich kann 2 Meter gucken. Kann aber überlegen, wenigstens die Helligkeit ein Stückchen irgendwie hochzudrehen. Geht das irgendwo? Oh, mein Bildschirm freest. Ich glaube, mir ist kalt. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, du kannst die Helligkeit nicht hochdrehen, ne? Aua! Was war das denn jetzt? Kriege ich jetzt Schaden oder was? Seit neuestem? Ach nee. Hier ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Scheiße. Wo bist denn du? Ich wollte gerade. Wie macht man denn nochmal Feuerpfeile? Pfeile, Stoff und Alkohol, oder? Ja. Ich würde gerne mal ein Feuer bauen. Was für ein Feuerchen bauen wir dann jetzt? Ich baue erstmal ein kleines. Nee, so macht er das auch nicht. Das geht auch nicht. Oder? Oh, ja, okay. Das ist definitiv ein Schaden durch die Kälte. Ja, ich krieg auch Lebensschaden. Ui, Feuerchen. Uiuiui. Oh. Hm. Soll ich was draufpacken? Ich hab ein bisschen Essen. Zack. Ja, pack mal drauf. Zack. 2 Stück sind drauf. Ja, nice. Dann gönnen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Fleisch hier. Fleischi Fleisch. Ich höre was. Was schreien. Ich höre nichts. Ganz leise auf dem rechten Ohr aus dem Wald. Och nee, ich höre das nicht. So. Nice, erstmal Fett gönnen hier. Ja, genieren. Boah, ich hoffe, die greifen noch nicht an. Und ich glaube, ich will nicht wissen, wie lange diese Nacht geht, ey. Mhm. Deswegen, wir könnten zurück auf die Yacht und da schlafen. Das geht ja. Ja, da musst du vorgehen. Ich sehe nämlich nichts. Okay. Hast du gegessen? Ja, ich habe gegessen. Okay, gut. Wir halten uns mal am Rand in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert, dass die uns nicht direkt sehen. Weil ich weiß, wenn du keine Waffe in der Hand hast, bei der ersten Begegnung greifen sie dich nicht an.
Wie kann ich die denn aus der Hand legen? Also wenn du... Weiß ich nicht. Super. Wahrscheinlich, wenn ich wieder reingehe und nochmal draufklicke? Nee. Bestimmt ein Keybind dafür. Aber keine Ahnung wie. Welchen. Ich glaube, du musst den Bogen... Was? Da. Psst. Wo? Unten? Unten. Ja, wieder... Unten, ja. Hä? Wo sind die denn hier? Hier unten vielleicht irgendwo eine Höhle? Sieht aus, als wäre da unten eine Höhle, ne? Das hat sich angehört, als ob die es treiben. Ja, die wollen ja bestimmt auch mal ihren Spaß, wa? Hä? Die sind auf jeden Fall hier unten drunter. Aber... Ja, aber das kann nicht sein. Sind die hier reingeglitscht? Wie gesagt, es kann auch sein, dass die einfach nur da unten tatsächlich eine Höhle haben. Weiß es ja nicht. Ah, vor uns! Die sind alle an dem Baum hier! Oder? Ich sehe nichts. Ich also, gehe langsam Richtung... Ach, ja. Du bist das! Achso, ja. Oh, ich dachte, das wäre so ein Gollum. Nein. Hier ist auch kein Sound mehr, also... Hier höre ich die schon gar nicht mehr. Alter. Keine Ahnung, was ist das? Du darfst der Yacht dann einfach pennen, ja? Genau, dann kannst du... Das ist wahrscheinlich Tag, denke ich. Ja, okay. What the fuck? Ein kleiner Stein. Oh, ein kleiner Stein. Wozu die kleinen Steine eigentlich? Kannst du dir eine, wie sagt man? Slingshot. Genau. Ah, okay. Kannst du dir bauen? Ich habe im Internet irgendwas von einem Jagdgewehr gelesen. Ich glaube, das war ein Irrtum, Nein, oder? Nein, also ich weiß noch gar nichts von einem Jagdgewehr. Okay. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich OP, oder? Ja. So, dann gehen wir mal rüber. Und schauen wir mal. Ich speichere jetzt erstmal gerade ganz kurz ab. Ja, ja, speichere mal ab. Ich hatte ja schon gespeichert. Gut. Aber du solltest auch gleich nochmal speichern. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben es 0 Uhr 0 0. Ah, alles klar. So. Speichern wir. Dann Z gedrückt halten. Mhm. Bin ready for sleeping. Z. Wieder 1 von 2. Ah. Mhm. Ah, okay. Alles klar. 5 Star Hotel. So. Ah, ich hab Achievements bekommen. Achievements? Oh, er hat gleich wieder richtig Fetthunger hier. Ja, nach dem Aufstehen immer. Deswegen lohnt sich das meistens nicht vom Essen gehen, vom Schlafen gehen noch was zu essen, weil das ist Verschwendung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal ein kleines Päuschen. Ist ja schon wieder so weit. Ja, es sind schon wieder über 20 Minuten. Ach, hier ist auch noch ein Seil. Ja, 23 noch was, ne? Nice. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, in welchen Abständen die Folgen kommen werden. Bei mir versuche ich sie auf jeden Fall täglich oder alle 2 Tage. Wir haben noch gar nichts abgemacht, weil German Fighter wollte auch noch dazukommen, dass wir das zu dritt machen. Der kann aber momentan noch nicht. Also er wird dann wahrscheinlich übermorgen, glaube ich, hat mir jetzt geschrieben, dass er mit dabei ist. War dann auch wegen Prüfungsstress und so weiter. Und ich sag jetzt... Ja, die nächsten 3 Tage, denke ich mal, wird eine Folge auf jeden Fall kommen. Jeden Tag abends. Ich denke mal so ab, ja, 17 Uhr, denke ich, werde ich die raushauen. Wie nach oben guckst du, Gewitter. Dann guck ich so, Ja, ich weiß, ich hab's total gesehen. Blöd. Gut. Ja, aber das passt bei mir auch ganz gut. Also, ich denke auch, die nächsten 3 Tage auf jeden Fall täglich. Und dann müssen wir gucken, wie wir halt Zeit haben, ne? Ja. Also, ich habe abends dann. Muss auch gucken, wie viele Aufnahmen wir heute schaffen. Genau. Geht erstmal davon aus, also bei mir geht erstmal davon aus, dass jeden zweiten Tag eine Aufnahme rauskommt. Bis auf die ersten 2 Tage, würde ich jetzt erstmal sagen. Das heißt, ihr habt jetzt 2 Tage hintereinander, wo eine Folge rauskommt. Und dann kann es sein, dass ab dann erstmal jeden zweiten Tag eine Folge bei mir rauskommt. Einfach um dann auch durchgehend irgendwie was am Laufen zu haben. Ja, also. Ich denke, das ist erstmal etwas, womit man leben kann. Wenn wir sehen, okay, wir schaffen heute recht viele Aufnahmen und wir schaffen es auch zeitlich, irgendwas auszumachen,
kann man überlegen, das täglich zu machen. Genau. Aber das muss ein bisschen schauen. Also denke ich, dass das soweit ganz gut passt. Bei mir jedenfalls. Jo. Also. Ja, gut. Ja, egal. Mir viel Gerede, gar keinen Sinn. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.